macht der Landwirt, warum stutzt er die Schwänze? Das hat eigentlich einen ganz großen Grund. Und der große Grund ist eigentlich, dass das Schwein dazu neigt, den anderen Schweinen an den Schwanz zu gehen, ihn quasi zu belutschen und zu bekauen. Und das hat natürlich, wenn die Bisse dann stärker werden, große Nachteile, was die Tiergesundheit angeht, weil Entzündungen in den Schwanz reinkommen können. Und diese Entzündungen wandern gerne mal das Rückenmark hoch, was dann halt Lahmheit beim Schwein ausüben kann, also dass es in den Bewegungen eingeschränkt wird. Und ein ganz großer Nachteil ist, dass halt der Schlachtkörper häufig dann auch verworfen wird, sobald diese Abszesse dann entdeckt werden. Und das möchte ich als Landwirt erstens dem Tier nicht antun und zweitens ist es für mich nicht, also auch von wirtschaftlichen Nachteil, wenn ich diese Schweine habe. Des Weiteren kriege ich noch eine Anzeige unter Umständen, weil das halt nicht tiergerecht ist. Ja, dazu möchte ich erstmal ansprechen, warum kastriert wird. Das ist nämlich so, dass der Eber von Natur aus halt einen sehr, sehr starken Ebergeruch, sagt der Landwirt, haben oder hat. Und in der Wildbahn nützt es dem Eber, weil zum Beispiel beim Wildschwein die Bache dann den Eber schnell riechen kann. Und das macht sie dem Eber auch in gewisser Weise gefügig. Aber in der Küche ist halt dieser Geruch als sehr, sehr unangenehm zu empfinden, für den Menschen zumindest. Und deswegen ist es so, dass man Eberfleisch eigentlich nur ganz schlecht vermarkten kann. Also der Verbraucher wünscht keinen Ebergeruch. Und dementsprechend sind halt die Schlachtereien und die verarbeitenden Betriebe halt eher darauf aus, geruchfreie Schweine zu haben. Aber es gibt auch Alternativen, die wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren dürfen und worüber die Landwirte auch sehr viel diskutieren. Da gibt es zum Beispiel die Immunkastration, das heißt, sie werden hormonell, kriegen sie zwei verschiedenen Terminen eine Spritze. Das passiert meistens, bin jetzt nicht ganz sicher mit den Gewichten, aber in der Mittelmast kriegen die halt eine Spritze und ich bin jetzt auch nicht sicher im Zeitraum danach, aber in gewissen Zeitraum halt die zweite Spritze und dann verkümmern quasi die Hoden. Das ist dann halt auch ausgeschlossen, dass sie halt stinken. Ist im ersten Anblick vielleicht eine ganz einfache Methode. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, dass man, wenn man mit einer Spritze vom Schwein zu tun hat, kann man sich auch selber stechen. Und ich habe noch keine Familie, aber wenn ich mich jetzt zweimal stechen würde, dann sollte meine Familie halt auch, so wie es gedacht war, groß genug schon sein, weil es dann nicht mehr funktionieren würde. Dann gibt es noch die Betäubung. Die Betäubung ist noch nicht ganz praxistauglich, halt von der Handhabe her. Halt Isofluran wirkt auch bei Menschen und der Mensch, wenn er da halt einmal die Woche mit zu tun hat, das ist wahrscheinlich eine etwas zu hohe Dosis. Die nächste Sache ist halt, dass wir versuchen, Eber auf geruchlos zu züchten. Da muss man das halt, die Eber halt aussortieren, die stinken und nur noch die geruchlosen Eber quasi zur Zucht zulassen. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, so weit ist die Züchtung noch nicht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss halt abzuwarten sein. Wird dann wahrscheinlich irgendwann mal sein, aha, wir können es, aber den Erfolg haben wir leider noch nicht. Und das letzte Mittel ist dann halt die Ebermast. Das läuft halt in der Regel so, dass dann am Schlachthof die Eber, die riechen, raussortiert werden. Wobei man sich vorstellen kann, wenn man die ganze Zeit an Schweinen riecht, dann ist die Fehlerquote halt auch entsprechend hoch. Es gab da Versuche mit einigen Schlachtereien, aber so wirklich rantrauen sich die Schlachtereien und die weiterverarbeitenden Betriebe nicht. Weil wenn die Wurst einmal stinkt, dann ist der Verbraucher, das vergisst ja nicht, die schlechten Erinnerungen hat man immer stärker im Hinterkopf als die guten Erinnerungen. Also das wäre für den Schlachthof bzw. für die Marke dann wahrscheinlich schädlich. Also die Landwirtschaft ist relativ offen, aber den Königsweg gibt es so in dem Sinne noch nicht. Einer der Hauptgründe ist, dass die Kälber halt nach der Geburt noch diesen den Nabel relativ frisch haben, also der ist noch nicht abgeheilt. Und andere Kälber würden diesen halt besaugen, weil sie Säugetiere sind. Also alle Säugetiere tun das. Sie erst saugen und alles untersuchen, wo vielleicht Milch rauskommen könnte. Ja, und wenn die dann aber diesen Nabel gefunden haben, dann lassen die nicht wieder locker. Also der Nabelheilungsprozess würde dadurch quasi zumindest verlängert. Und die Gefahr der Nabelinfektionen ist halt relativ hoch. Das kann halt für das Tier dann nachher sein, dass es halt nie gesund quasi aufwächst. So, das ist halt schlecht. Deswegen halt besser in die Einzelbox. Ein weiterer Grund ist aber auch,
Die Kuh, beziehungsweise das Kalb bekommt in den ersten Tagen eine Biestmilch von der Kuh. Biestmilch wird auch Kolostrum genannt. Das ist die Milch, mit, in der die Kuh die Immunglobuline an das Kalb übergibt. Immunglobuline sind halt Antikörper bzw. Antikörper gegen Krankheiten, die die Kuh dem Kalb nicht über die Plazenta mitgeben konnte. Und die sind für das Kalb überlebenswichtig. Also wenn das Kalb die nicht bekommt, ist es in der Regel nicht überlebensfähig. Um das halt sicherzustellen, dass jedes Kalb seine Menge bekommen hat, ist es halt sehr hilfreich, wenn man die in Einzelboxen halten kann. Weil sonst würde immer das stärkste Kalb dem schwächsten Kalb die Milch wegnehmen. Und wir wollen ja alle Kälber möglichst stark quasi aufziehen. Und das heißt, dass diese Einzelhaltung halt von Vorteil ist. In der Regel ist nach 14 Tagen dann aber auch die Zeit gekommen, wo man die Kälber dann wieder zusammentut. Ein Rind ist ein Herdentier und das fühlt sich einfach wohler, wenn es in der Gruppe lebt. Nie alleine oder selten alleine. Und dann kann sich das eigentlich auch erst richtig gut entwickeln. Zum Beispiel, wenn man kranke Rinder hat, man packt die einzeln, werden die nicht gesund. Ganz einfach nur, weil die anderen Kälber denen quasi fehlen. Also das funktioniert halt sowieso nicht. Das ist halt so für die ersten 14 Tage.